Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Taste of Arise. Ich bin es, eurem Simmerfix. Wir sind hier gerade auf dem Weg, den nächsten Lord hier zu finden, der in diesem Fall eine Frau ist. Denn hier, ihr wisst schon, Diversität und so. Wir haben beim letzten Mal hier die Stadt hier verlassen, die befreit wurde von den Rhaenyran auf Kosten großer Opfer, indem im Endeffekt rücksichtslos hier, ohne auf Opfer zu achten, hier alles abgeschlachtet wurde. Hä? Nein, wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Danke. Haben sie es hier geschafft, die Rhaenyra zu vertreiben? Den Lord müssen wir aber nur noch ausfindig machen. Beam! Ehrlich gesagt, mir taugt es voll als Fernkämpfer hier. Fernkämpfer sind, das ist richtig nice, Mann. Naja, und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir hier, den Lord finden können. Die soll ja in irgendeinem Wald hier in der Nähe sich befinden. Und deswegen wandern wir jetzt einfach mal gut gelaunt und was auch immer hin. Ich war jetzt in diesem blöden Adernsee, da bin ich jetzt reingelaufen. Da ist aber nichts gewesen und mir ist meine Aufnahme abgestürzt, weil super cooles Programm. Mir kann ich jetzt leider Großartiges nicht erzählen, weil mir ist nicht passiert. Jetzt ist natürlich die goldene Frage. Gehen wir jetzt wieder dahin oder gehen wir jetzt woanders hin? Das wäre aber echt eine gute Idee, ausnahmsweise. Nein, was willst du? Oh. Alter, ich habe keinen Bock, Mann. Jetzt, was ist das für ein Müll? Jetzt muss ich schon wieder was kochen. Das ist echt doof, Mann. Ich habe das jetzt nicht gedrückt, Mann. Ich wollte den Typen anquatschen. Toll. Ja, von mir jetzt mach. Weg. Weg. Interessiert mich gerade nicht. Tut mir leid, ich kann das jetzt gerade nicht anschauen, Mann. Das kotzt mich gerade an, Mann. Ich wollte ihn nicht anquatschen, Mann. Jetzt wäre das nächste Mal so, dass ich da mal neue Items dann verbraten muss. Jetzt komm. Red mit dem, Mann. Wo ich auch halt direkt danach stehe. Also. Schauen wir mal. Bauernhof führen. Also, neue Tiere. Oh, wir können Pferde. Sehr schön. Die im Stehen schon mächtige Hinterbeine können aussehen, sodass sie Zeugel fernhalten. Cool. Dann tun wir aber Vieh bewachen. Dann brauche ich im Endeffekt keine Zeugel, dann brauche ich ja eher Katzen. So. Und das wollte ich und das habe ich auch gedrückt. So, jetzt ist die goldene Frage, wo wir mal hingehen. Ich habe nie Ahnung, wo wir hingehen müssen. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Das sieht doch schon mal ganz heimelig aus, oder? Esteluberwald, genau. Das ist natürlich die goldene Frage, wo der andere Weg hingeführt hat. Aber vielleicht ist es dann, wo es dann in die voraussichtlich finale Region geht, auch wenn ich das noch nicht glaube. Also ich denke, wir werden nochmal hier auf dem Planeten der Rhaenyra kommen. You really think that Lord is hiding out here? Be careful. The air is dense with astral energy. Something's not quite right about this place. How are you able to pick up on all this stuff anyway? Is it something that all astral arts wielders can do? I must admit, I'm curious myself. Perhaps her Danon bloodline has something to do with it. Dohalim. Apologies. I meant no disrespect. Stay alert, everyone. There's a good chance that she already knows we're here. Something feels odd here. Be on your guard. I suppose if you're a lord going into hiding, a forest is one place to turn. We don't know for sure she's here. Keep looking. Wieso steht dieser Aufzug still? Verdammt. Was haben die Rhaenyra bloß damit gemacht? Wir kommen hier nicht weiter. Wenn wir keinen Weg hier drum herum finden. Warum schauen wir uns nicht mal um, ob wir es jetzt hier finden? Eine weise Idee. Vielleicht finden wir einen anderen Weg nach unten. Bist du einverstanden schon? Klar. Ist nicht so, als hätten wir eine große Auswahl. So, dann... Was haben wir da?
Ein Pfirsichschlee. Oh, danke, 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 danke. Es nervt mich echt immer noch so, dass wir irgendwie so Gelees wirklich immer noch so große Probleme haben, Mann. Das ist so ungewohnt, Mann. Da hinten sind neue Juwelen. Wir hätten erstmal den anderen Weg gehen sollen. Da hätten wir nämlich noch ein bisschen Erfahrung tanken können. Was haben wir jetzt eigentlich für ein Level so? Level 25. Ja, die Standardgegner sind ja Level 27. What? Verliert er durch eigentlich Leben? Nö. Dann ist mir wurscht. Ist er Alphen, der spielt ja keinen Schmerz. Und keinen Fallschaden scheinbar. Sehr cool. Was brauche ich Erfahrung? 314, okay. Meins? Roller. Okay, die sind in Ordnung. Die könnte man sogar auf zwei Arten und Weise stoppen. Theoretisch auch mit Kizara könnte ich die auch stoppen. Das haben wir bei einem Charakter haben wir jetzt zwei Kombos gleich gemacht, man. Sehr verschwendet. Weg, 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 weg! Weg! Mir gefällt trotzdem bla 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 Magic immer noch am besten, Mann. Bla 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 Earth. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Ah, ich muss sagen, die Attacken mit Law sind immer noch am coolsten aus. Also wenn Law eine Sache hat, dann ist es definitiv das. So, war doch voll easy da runterzukommen. Weiß gar nicht, was ihr alle habt. Also, da wird ihr nicht lang, da wird ihr lang. Immer erstmal da, wo es die schönen Bonus-Items gibt. Ich hasse diese Drecksgegner, Mann. Was? Danke. Weg! So. Wieso müssen eigentlich alle zwei Sekunden dieser Gegnertyp kommen, Mann? In wirklich, also wie oft wir den jetzt schon bekämpft haben, Mann. Ich meine, der wird nicht unbedingt spannender. Er langweilt einfach nur. Und es wird wahrscheinlich nicht lang, um ihn zu töten. Ey, früher, Leute, man, früher war mystischer Art, ist immer der ultimative Insta-Kill. Wenn man den einmal eingesetzt hat, dann war das einfach ein Insta-Kill. Und heute? Heute gefühlt, das macht halt irgendwie 1000 Schaden, man. Oder bin ich halt einfach echt so chronisch unterlevelt? Kann schon sein. So, was haben wir hier? Oh, eine Couch, die hier völlig fehl am Platz aussieht. Wurde sie für einen Lord aufgestellt? Eine Sammlung alter Versuchsgeräte. Jemand hat Erinnerungsgegenstände aufbewahrt. Okay. 8500 Gold! Ja, oh mein Gott. Das ist endlich mal was. Kann ich mir zwei Gele davon kaufen? So lame, Mann. Also, ganz ehrlich, an jedem Gel ist eine Null immer zu viel. So. Kann ich jetzt den Aufzug benutzen? Bitte? Also, jetzt können wir tief hinabfahren. Das ist doch schon mal etwas. Und dann schauen wir mal, wo sich hier seine Lordschaft versteckt. Der mir ist wurscht mal, was die anderen mit dem vorhaben, Mann. Ich knall mal einfach ab, Mann. Die sind ja auch böse, weil die... Jetzt ist wurscht, Mann, die werden abgeschlachtet, Punkt. So einfach, klipp und oh, wieder. Alter, Mann, immer dieser Gegnertyp, die nerven so sehr, Mann. Ich sag's euch, Mann. Das ist so ein nerviger Gegnertyp, diese blöden Magier. Wisst ihr, was an denen so... Wisst ihr, was die so nerven?
you. Double Demon Fang! Double Demon Fang! Come on! I'll call you to smithereens! Es ist ein Gegnertyp, die nicht nur ein Combo haben, die nicht nur die ganze Zeit Magie spammen, sondern die auch eine Möglichkeit haben, sich Unverwundbarkeit zu machen, was mich dabei davon abhält, vernünftig gegen sie zu kämpfen. Kann mir mal einer von euch helfen, Mann. Das ist so nervig, Mann. Ich sag's euch. Ich meine, die Gegner, die sind alle in Ordnung. Aber dieser eine Gegner-Typ, ich hasse sie so sehr, Mann. Weil es stört auch halt so dieses Kombo-Machen, was man hier die ganze Zeit raushaut. Weil man die ganze Zeit von Magie beballert wird. Und dann tun sie, und dann greift man sie an. Dann machen sie ihr Unverwundbarkeitsding. Und man kann sie wieder nicht angreifen. Ich sag ja, das ist so unnötig, diesen Gegner, Mann. Und wie gesagt, das Schlimme ist ja, wird halt ungefähr seit 10 Stunden haben wir konstant diesen Gegner. Okay, keine Ahnung übrigens, was das sind. Irgendwelche Ausgrabungsstätten oder so ein Schmarrn. Also bitte im nächsten Dungeon, was auch immer passiert, egal welche Gegner kommen, die bitte nimmer. Bitte nimmer diese blöden Magierviecher. An dem müssen wir eh vorbei, oder? Kurz mal schauen, dann auch umgehen wir als erstes. Hehehe, sieht schon wieder schön aus. Ich glaube, wir müssen echt mal zur nächsten Aufnahmesession mal ein bisschen leveln. Kann ich jetzt? Aber nur vielleicht. So. Hier? Vielleicht? Danke. So, ja, jetzt haben wir ihn. Bitte greift ihn noch an. Helf mir doch, Dorlim, komm, mach. Oh, Dorlim, Mann, du bist mein Bro. Nein, dieses Drecksviech, Mann! Oh mein Gott, Mann! Ach stimmt, es gibt ja kein vernünftiges Strategiemenü mehr. Oh, nein, Mann. Also ich sag jetzt mal, was mich an dem Strategiemenü ankotzt, Mann. In Tales of Cilia und Cilia 2 und Symphonia und auch Berseria hat das auch sehr gut gemacht, gab es nämlich ein Strategiemenü. Das ist nicht wie dieses hier, dass man sagen kann, ja, super, die Gegner können, dieses Magier, nein, es ging besonders darum, wann, wie man Gegner angreift. Und das war eigentlich relativ simpel, man musste nur eben Gegnern sagen, hey, da sind Feinde, dann gehe ich in der Sekunde dahin. Also zum Beispiel, jetzt ist eine Armada von Gegnern da, dann greife ich den an, das Ding war halt einfach, es hat einfach so alles leichter gemacht. So, ich konnte mir schön aussuchen, wann, wie meine Leute jemand angreifen. Und nicht so wie hier, Mann, wo ich halt immer irgendwie random davon hoffen kann, Mann. Und das Größte und Schlimmste an diesem Kampfsystem, ich bin ja mal gezwungen. Ja, genau. Ich habe den anderen anvisiert, gell? Na gut, ich habe ihn nicht anvisiert. Ich bin immer angewiesen davon, dass ich im richtigen Moment meine Kombos einsetze. Und das geht natürlich nicht, wenn ich immer hier, wenn ich immer dazu gebracht werde, aus meinen Kombos rauszugehen, wenn ich von hinten anvisiert werde, oder wie in dem Fall, dass sie ihr Schild haben. Deswegen hasse ich diesen Gegner so. Er macht so das Kampfsystem kaputt, Mann. Ich kann auch nichts machen, wenn sie ihre Unverwundbarkeitsbarriere haben, Mann. Das ist das, was am schlimmsten ist. This place goes pretty deep underground. It was probably built that way so it could still be used even if the above ground portion got destroyed. Perhaps that's why it's still here.
and why it was made into her hideout, it would certainly stand to reason. Super. Darf ich mich bewegen? Schaffen wir hier keinen neuen Random Encounter mehr. Das klappt eh nicht. Schade. Ins erste Geschoss. Achso, ins erste Geschoss. Okay, fahren wir wieder nach oben. Oh, auch interessant. For the hideout of a runaway lord, this place is a lot bigger than I was expecting. Do you think she had it built with that in mind? No. Personally, I think this used to be part of a Dannon castle or fortress of some sort. How can you tell? For one thing, it doesn't look like a storehouse. For another, it's old, and you can tell it was built to let people hole up inside of it. Huh. I'll take your word for it. I don't know the first thing about brick. You know, I've always thought you were a smart little cookie, but damn, Rinwell, you really know your stuff. It's no big deal. I've just read a lot of books, is all. If this is meant to be a castle, there wasn't much to it above ground. Are there such things as underground castles? There probably used to be more of it above ground. That is, until 300 years ago. So the main structure must have been lost during the time of the invasion, with only the underground part remaining. And then this lord decided to use it for her own purposes. Have I got that right? But what reason could she have for using this place instead of staying back in her own castle? That's what we're here to find out. Whatever it is, she's up to no good. Right. It's all the more reason we need to hurry up and find her before it's too late. It would appear we can descend down where the railing has fallen apart. What? Are you serious? By all appearances, it would seem she was researching something here. You think so? What kind of research could she have been doing in a place like this? Your guess is as good as mine. Hardly anything the likes of us could imagine. Hmm. If we assume it was because this area is rich in astral energy, then it's possible she could have been doing any number of things. Indeed. Renan castles and spirit vessels are often found in such locations. Intriguingly, Dannon ruins are also known for their abundant energy. You Renans attacked us. Don't act like you're just some... Sheesh, enough already. This isn't the place to pick a fight over this. How can you be so calm listening to all of this? You've suffered at the hands of guys like him too. I mean, I wouldn't say I'm calm. Immer wieder gut gelaunt, unsere werte Rinwell. So, gehen wir erstmal da nach hinten. Wir werden uns, glaube ich, hier erstmal verabschieden müssen. Es ist ja in dem Fall wurscht, weil da ist ja ein Aufzug, der uns direkt wieder hier hinbringt. Sehr schön. Ah, greif halt den an. Ja, greif halt nicht den an. Danke. So, einfach alles anzünden, Mann. Keine Ahnung, was da los ist. Einfach draufhauen. Ey, Leute, Mann, das ist echt schlimm, Mann. Aber egal, also ich muss sagen, mit Dualim geht es deutlich besser, dass wir zwei richtige Damage-Dealer haben. Weil Law ist halt einfach... Ja, Law ist zwar ein besserer Damage-Dealer als er, aber er ist halt so schlecht, weil er halt alle zwei Sekunden stirbt. So, und ich muss sagen, langsam wird mir Runeway echt unsympathisch, weil sie halt die ganze Zeit hier so gegen Dualim und Ding lästert. Weil ja, ich weiß, sie wird irgendwo noch. Wir werden ihre Backstory noch definitiv erfahren. Aber ich meine, sie ist immer so bösartig zu denen. Ich meine, die sind halt. Die helfen ihnen ja. Und ich meine, unabhängig, ob die jetzt gut, böse, was auch immer sind. Ich meine, die sehen doch, dass sie die ganze Zeit zusammenarbeiten. Und die tun immer so. Jederzeit werden sie mir in den Rücken stechen. Soll sie nicht haben. Dass sie die Dinger hasst hier, die Renier ist ja in Ordnung, aber nicht die beiden. So, besonders halt mein Bro Dualim, weil Dualim ist, muss ich echt sagen,
Ah, finde ich einer der interessanten, finde ich sogar der interessanteste Charakter im Spiel. Also, das haben wir. Rup. Oh mein Gott, ist die Steuerung kacke, Mann. Dass man da immer L2 drücken muss. Wie soll ich das bitte schaffen? Erstmal muss ich den Gegner anvisieren. Oh, schön den Charge verhindert. Super, Kisara. Du weißt genau, wieso du nicht in meiner Party bist. Nein! Oh mein Gott, kotzt dieses Kampfsystem an, Mann. Es hat schon seine Momente, Mann, aber das sind so die Momente, wo es halt richtig hart Spaß macht, Mann. Wisst ihr, da sind, habe ich 4 Partymitglieder und alle Gegner gehen auf mich, tun mich in der Ecke zusammenhauen. Und mein Combo-Break deswegen, Mann. Hier ein Ding hat es mir gefallen. Egal, komm. Nicht aufregen, Max, liebe Leute, du hast schon Schlimmeres geschafft, Mann. Und immer gibt es schöne Juwelen. Also komm, machen wir den Blatt, da holen wir es in die Kiste. Oh, mein Lieblingsgegner. Wenn es einen Gegner gibt, den ich jemals verbieten würde, dann der da. So. Keine Ahnung, man, theoretisch ist unser Leben leer, aber komm, ich verlasse mich auf meine Partymitglieder, wie ihr und je. Yeah! Schön! Sehr verlustreiches Kämpfen, aber das ist mir wurscht. Du hast Level 26, Mann. Naja, dafür, dass du ein Lord bist. Also ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass du schon Level 50 bist. So. Ja, wir haben natürlich jetzt unser Combo-Barometer jetzt gerade wieder auf 4 bekommen. Das ist eh klar. Aber das ist mir jetzt wurscht, komm. Wir haben noch 113, ja, da geht's noch ein bisschen. So. So, wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um. Was bin ich so hoch, Mann? Oh mein Gott, hört auf, mir die Gegner mal wegzuhauen, wenn ich gerade auf sie drauf hau. Also wie gesagt, unser Kampfsystem besteht auch im Endeffekt immer, die Gegner schön in der Luft hauen. Deswegen, ich verstehe nicht, wir bekommen immer so doofe Upgrades für unsere Teamkameraden. Wie zum Beispiel mehr Damage in der Luft, aber das brauche ich unbedingt mit Alphen, weil mit Alphen dantle ich ja die Gegner in der Luft. Oh, das ist ein Highpunkt, gut, da müssen wir gar nicht raus. Das ist sehr schön. Dann können wir uns mal ein bisschen umschauen. Hä? Waren wir schon? Willst du mir jetzt echt sagen, dass das jetzt der Punkt ist, wo es keinen einzigen Gegner gibt, oder was? Es ist so klar. Weg. Komm. Die beste Strategie eigentlich mit den Gegnern, also wenn man wirklich Zeit hat, ist einfach, dass ich die ganze Zeit nur abhaue. Und einfach nur warte, dass meine Teamkollegen sie platt machen. Das Schlimmste bei den Leuten ist es auch so schwer, die in die Luft zu landen. Also, bitte streicht diesen Gegner-Typ einfach aus dem Spiel, bitte. Es wird so ein Genuss. So, das läuft jetzt gut, Mann. Das läuft jetzt gut. Das lief jetzt gut, Mann. Einfach die ganze Zeit, wirklich das Simpelste, einfach so das fetteste Art, einfach auf dem Boden hauen. Das hat gerade sehr gut geklappt, Mann. So, zack, 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 zack. Dann schnell da schauen. Nix. Oh, toll, ich habe die falsche Abzweigung genommen, oder? Nö. Passt doch.
Passt schon. Doch, ich habe die falsche Abzeichen genommen. Da müssen wir... So, damit haben wir jetzt gleich zwei auf einen Schlag ausgeschaltet. Schön. Ja, mach Kizara, nicht reden, machen. Machen, nicht reden, Mann. Ich muss mich da immer von 5000 Gegnern umzingeln lassen, aber das ist mir wurscht, das mache ich jetzt einfach so. Einfach. Wo ist dein Gegner? Oh. Oh mein Gott, diese Wirbelsturmattacke ist so krass, Mann. Die ist so krass, Mann. Zack. So, dann können wir immer noch den Kampf schön mit ein bisschen Erfahrung holen. Sind wir dann immer mal mit allen Level 26? Ich muss auch sagen, die Erfahrung, das ist schon echt wenig, was wir behalten. Ich meine, 1100 Erfahrungspunkte und ich meine, haben wir so ein Level abgemacht. Ein aufzeichnetes Experiment, bei dem Zeugel verwendet wurden. Irgendwas, das daran verschafft, mir Gänsehaut. Aha, 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 aha. Okay, mehr haben wir nicht. Ja, gut. Oh, da ist noch Kistel. Entschuldigung, liebe Leute, fast die Kistel übersehen. Ah, das wäre Schilze, super. Also faktisch ist, ich muss jetzt eh nochmal nach oben. Und dann müssen wir einfach auf der anderen Seite runterhüpfen. Und dann sollten wir dahinter kommen. Ich denke mal, da wird irgendwas sein. Rotes Eisen. Na, wartet. Da. Müssen wir nur schauen, dass wir dann richtig runterjumpen. So. Jetzt mal kurz hier. Schauen wir, hier bin ich nicht ganz hintergelaufen, weil ich... Ah, da haben wir den Aufzug, okay. Sehr schön. Activated. Danke. So, jetzt müssen wir einfach nur den Stock einmal nochmal nach oben fahren. Da muss ich mich gar nicht rauswarpen. Das ist schön. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch ein bisschen weiter umschauen. Na, die geht sehr gut. Und dann hoffentlich es schaffen hier, ja, die flüchtige Lordschaft hier zu finden. Machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Tales of Arise. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.